So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin heute mal wieder bei Kawasaki Deutschland und habe hier eine ganze Menge an Motorrädern aufgebaut bekommen. Und viele davon werde ich fahren, nämlich alle wichtigen 2022er Modelle. Und eins steht schon hier, ein sehr wichtiges Motorrad, das ich vorher noch nie gefahren bin. Deshalb freue ich mich ganz besonders, das ist die Versys 650. Und was die vor allem auch fürs Modelljahr 22 Neues bietet, schauen wir uns jetzt an. So, Versys 650. Ich muss ja zugeben, ich bin das Bike bisher noch nie gefahren. Ich bin noch keine Versys 650 gefahren, deshalb ist es für mich natürlich umso spannender heute, mal wieder ein neues Motorrad zu fahren. Viele dieser Komponenten von dem Motorrad sind bekannt. Zum Beispiel der Motor ist der nahezu gleiche wie aus der Schwester hier sozusagen, aus der Z650, ein 650 Kubik rein Zweizylinder mit 67 PS, anders als bei der Z650 68 PS. Das Ganze trifft auf 217 Kilo fahrfertig vollgetankt, ist natürlich ein Tourenmotorrad, ja, ein Einsteiger-Tourenmotorrad, sowas braucht man auch und ich finde dafür wirklich optisch echt schick. Ja, aggressive Front hier vorne und wenn wir an der Front schon sind, sehen wir auch gleich eines der Highlights für das 22er Modell, nämlich jetzt auch endlich LED-Scheinwerfer. Und das ist ja wohl eine wirklich schicke Sache. Wir haben hier auch echt, schaut euch das mal an, ja, also hier so Kiemen fast, würde ich sagen, wie bei einem Insekt, das ist auch sogar offen, also hier wurde auf Details echt Wert gelegt, finde ich von der Front, wir müssen immer noch überlegen, es ist ein Tourenmotorrad, es wird keine Supersportler werden, aber wirklich schick, sehr aggressive Front mit LED-Scheinwerfern, echt, echt schick. Wenn wir eh schon an der Front sind, können wir auch gleich mal die Upside-Down-Gabel, 41 mm Upside-Down-Gabel vorne anschauen. Ist natürlich auch im Vergleich jetzt zum Beispiel zur normalen Z650, jetzt hier als RS-Variante, ganz nett, dass wir hier eben eine Upside-Down-Gabel dann haben. Doch mal für besseres Ansprechverhalten, mehr Gefühl vorne, vielleicht auch mehr Dämpfer und Federungskomfort. Federweg ist ja eine wichtige Sache bei den Tourenmotorrädern. Es soll ja komfortabel sein. Wie komfortabel es wird, werden wir beim Fahren noch herausfinden. Aber wir haben hier vorne dann auch noch die 300 mm Doppelscheiben-Bremsanlage mit einem Doppelkolben-Sattel. Ist relative Basic-Ware, ist eben auch ein Einsteiger-Motorrad. Da kann man hier keine Premium-Varianten von Brembo oder so erwarten. Aber so eine 7-Brems-Sattel funktioniert schon wirklich gut und ich denke auch hier an der Versys wird das gut funktionieren. 840 mm ist übrigens die Sitzhöhe. Klar, sage ich mal, Tourenmotorrad typisch etwas höher, dann eben auch für den Überblick. Ja, wir gehen einmal ums Motorrad rum. Sehen hier nochmal von der Seitenansicht. Also ich finde sie ja wirklich schick für ein Tourenmotorrad. Also klar, wenn man mir einen Supersportler nebendran stellt, würde ich immer sagen, da spricht es klar für das eine, ja der Optik wegen. Aber wenn man mal 500, 600, 700 Kilometer am Tag fährt und man hat einen Supersportler oder sowas nebeneinander stehen, dann weiß ich auch ganz klar, wofür ich mich entscheide. Und das wird definitiv ein Tourenmotorrad sein. Ne? Das hintere Federbein hier so ein bisschen an der Seite platziert, ganz schick in schwarz gehalten. Und wir können uns die Federvorspannung hier relativ simpel eben über dieses Drehrädchen anpassen, um dann eben auch für einen Sozius-Betrieb bestens gerüstet zu sein. Ich sag mal, ganz oft fährt man natürlich so ein Motorrad zu zweit und dass dann sowas hier so offen ist und man so schnell sozusagen hier was anpassen kann, ist eine sehr, sehr feine Sache. Ja, bei der Versys 650 schießt natürlich auch eine Sache gleich wieder ins Auge und das ist dieses wunderschöne TFT-Display, was uns allerlei Informationen bietet, das kennen wir schon aus der Z650, aus der Z900, aus der ZH2 und weiteren ausgewählten Motorrädern. Unter anderem hat hier jetzt die Versys 650 sogar eine Traktionskontrolle mit dazu bekommen, was natürlich im Einsteigerbereich auch wieder eine super Sache ist, einfach um ein bisschen sicherer unterwegs zu sein, dass wir hier auch ABS an Bord haben, ist ja klar. Wir sehen hier im Display auch alle möglichen Informationen dann eben, sehen unter anderem auch die Außentemperaturanzeige. 20 Grad ist es hier zum Beispiel kuschelig warm drin. Sehen natürlich eine Tankanzeige, großen Drehzahlmesser, große Geschwindigkeit, Ganganzeige. Wir haben wirklich alle wichtigen Features an Bord, können hier nochmal verschiedene Durchschnittsverbräuche, Reichweite und so weiter durchschalten. Alles da, was wir brauchen. Ja, und gerade im Einsteigerbereich muss man immer dran denken, das ist für die meisten das erste Motorrad sozusagen. Und wenn dann gleich alles mit an Bord ist, dann ist das wirklich eine feine, feine Sache. Ja, 8.595 Euro muss man für dieses Motorrad auf den Tisch legen. Dafür hat man wirklich eine voll ausgestattete Tourer, an die natürlich auch ein Koffersystem dran passt, wenn man das möchte. Und was ich auch echt geil finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Optik hier unten, schaut gerade von hier, mit dem offenen Kühler hier, den Krümmern, die da langlaufen, das sieht schon echt sportlich aus. Mensch, genug geschnackt, ich bin schon wieder nur am Quasseln. Ich würde sagen, ich schwinge mich jetzt auf die Versys 650, drehe eine Runde
und dann schauen wir uns das Ganze mal beim Fahren an. So, jetzt sitze ich auch auf der Versys 650 und ich bin ja echt noch nicht so viele Tourer gefahren, aber jedes Mal fällt mir auf, wie angenehm das ist. Und jetzt setzen wir unsere Fahrt hier erst einmal fort und wir sprechen direkt über das Thema, wie sitze ich denn hier überhaupt auf dieser wirklich angenehmen Tourer. Und ich muss echt sagen, alles, was ich bis jetzt gefühlt habe, so nach dem Motto vom Fahren her, war einfach nur, boah, ist das bequem. Ich könnte hier direkt nach Italien fahren, ja, direkt ans Meer oder so, 6, 7, 800 Kilometer gefühlt, kein Problem, weil man richtig schön aufrecht sitzt, ja, der Sitz selber ist super bequem, die Beine sind nicht stark angewinkelt, es ist wirklich unfassbar angenehm, hier mitzufahren und man hat auch echt ganz guten Windschutz, also alles hier vorne ist total windstill, genau, natürlich das Ausgeschnittene hinter dem Windschild logischerweise, aber es ist jetzt gerade heute nur 8 Grad warm, ich bin in Lederkombi unterwegs, perforierte Lederkombi, aber ich friere hier drauf nicht, weil ich wirklich guten Windschutz habe, ja, also ich sitze hier echt sehr angenehm, der Lenker ist auch angenehm breit, hier vorne die Front ist ja doch gar nicht so schmal. Und da ist so ein bisschen ein breiterer Lenker natürlich auch ganz schön. Da hat man dann auch das Gefühl mehr, das Motorrad besser in der Hand zu haben. Und jetzt sind wir hinter der Streckenwartung. Ja, ja klar. Das funktioniert hier wirklich schon ganz gut. Ich fühle mich echt sehr, sehr wohl drauf. Ich habe auch, finde ich, für diesen Zweizylinder, der ja eigentlich doch ein paar Vibrationen, sage ich mal, einfach erzeugt, dadurch, dass es ein Zweizylinder ist, davon kommt nicht so viel oben an. Also ich bin hier wirklich sehr, sehr, sehr entspannt drauf. Muss ich so einfach wirklich sagen. Ich komme auch an alle Knöpfe hier an der Armatur gut ran. Also das ist alles in Griffweite. Nichts, wo ich jetzt irgendwie groß meine Hand für verbiegen muss, um da hinzukommen. Und so viele Knöpfe gibt es hier ja auch bei diesem Motorrad gar nicht. Apropos Knöpfe, was gibt es denn überhaupt? Ja, wir haben hier im Endeffekt an der linken Schaltereinheit oder an der linken Armatur drei wichtige Knöpfe, nämlich um dieses Display hier vorne zu verstellen, dass wir uns verschiedene Anzeigen, unter anderem auch zum Beispiel die Außentemperaturanzeige anzeigen lassen können oder Durchschnittsverbräuche zum Beispiel. Eine Reichweitenanzeige gibt es auch. Das Motorrad hat ja einen 21-Liter-Tank, also riesengroß. Der zeigt mir dafür jetzt 329 Kilometer plus Reichweite an, also mehr als 330 Kilometer schätzt dieses Motorrad quasi, dass wir weit kommen. Und das ist natürlich doch ganz ordentlich. Ja, jetzt wird hier natürlich auch, ja, die Saison geht los, schön Vorfahrt genommen. Menschenskinders, ja. Der ist auch etwas verwirrt, der weiß auch nicht so ganz, wo er hin will. Naja, ja, sonst ist Display, das kennen wir ja schon aus verschiedenen anderen Kawasaki-Modellen und ist wirklich gut ablesbar. Also hat einen schönen Kontrast. Spiegelt ganz leicht, wenn ich jetzt hinter mir so die Helligkeit habe, aber ist wirklich akzeptabel. Also das kann man gut ablesen, da sehe ich alle Informationen. Auch auf einen Blick, die Anordnung ist schön von den ganzen Sachen. Also ich sehe hier alles, meine Kommandozentrale ist wirklich perfekt darauf ausgelegt, um jetzt echt eine weite Strecke zu fahren. Auch für den Sozius ist hinter mir einiges an Platz. Ich habe jetzt hier sogar die Koffer dran und die merkt man wirklich kaum, muss ich sagen. Erst wenn es schneller zugeht, gerade dann so Autobahntempo, da wird man die irgendwann merken. Aber bis zum Autobahntempo, alles was auf der Landstraße sich abspielt, da sind die Koffer wirklich sehr also unstörend. Also die merkt man da wirklich kaum. Wie gesagt, wenn es dann schneller zur Sache geht, dann kann man schon den Wind an den Koffern spüren. Heute ist es leider auch sehr, sehr windig. Deshalb hoffe ich, dass ihr mich gut versteht. Ich mache auf jeden Fall alles dafür und versuche schön laut zu sprechen, dass ihr mich auch klar und deutlich versteht. Ja, das Motorrad hat übrigens eine Sitzhöhe von ganz genauen 845 mm. Das heißt, für mich mit 1,73 ja, muss ich sagen, ist schon grenzwertig. Also der Stand ist in Ordnung, wenn ich jetzt an der Ampel stehe oder so, aber es dürfte wirklich keinen Zentimeter höher sein, sonst hätte ich da schon wirklich Probleme. Also da muss man echt gucken, wenn man kurze Beine hat. Ah, vor allem haben wir natürlich hier immerhin 219 Kilogramm fahrfertig vollgetankt. Ja, das ist jetzt natürlich auch kein Leichtgewicht. Also da muss man echt schauen, vor allem mit kurzen Beinen, ob das einem dann taugt. Da auf jeden Fall eine Probefahrt machen oder mindestens mal draufsetzen. Das Ganze ein bisschen in die Hand nehmen, sage ich mal, um das Ganze auszuprobieren. Jetzt kommen wir hier auch aus dem Ort raus und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Motor. Natürlich ist dieses Motorrad keine Supersportler, bei der man extreme Beschleunigungswerte erwarten darf.
Aber ich muss echt sagen, die Leistung passt sehr gut zum Motorrad. Denn was ist das denn hier? Es ist eine Einsteiger-Tourer, die ist gemacht für Leute, die vielleicht als erstes Motorrad was Entspanntes wollen, mit dem man einfach ja, weite Strecken absolvieren kann, schöne Sonntagstouren fahren kann. Und hey, wenn ich hier jetzt mal hochdrehe, zack, Landstraßengeschwindigkeit ist wirklich so schnell da, dass wir uns hier eigentlich überhaupt nicht beschweren können. Ja, auch die Vibrationen vom Zweizylinder halten sich echt in Grenzen. Da hätte ich echt gedacht, dass ich mehr davon spüre. Also das ist wirklich recht entspannt. Und was halt das Schöne ist, gerade bei dem Motor, deshalb glaube ich, machen die Japaner hiermit auch so viele Motorräder, ist einfach, weil der einfach wirklich gut funktioniert. Wir haben einen schönen Drehmomentverlauf im unteren Drehzahlbereich, da wo ja der Einsteiger meistens auch ist. Ja, die wenigsten Einsteiger, sag ich mal, reizen ja das Drehzahlband immer und immer wieder komplett aus, sondern fahren eher im unteren oder mittleren Drehzahlbereich. Und da hat der Motor auch wirklich seine Kraft, ja, die er dann auch echt gut entfaltet. Also ich meine, wir fahren hier jetzt gerade in der 70er-Zone, fünfter Gang, fahren jetzt hier gleich mal auf unbegrenzt, also 100. Ich beschleunige, zack. Ja, und 100. Ja, also da kann sich echt keiner irgendwie beschweren, dass das nicht genug Leistung ist. Auch überholen oder so ist hiermit wirklich problemfrei möglich. Das ist schon mehr als genug Leistung. Ja. Und was wirklich auch noch schön ist, ist, dass dieses Motorrad eine Traktionskontrolle mit dabei hat. Ja, das ABS und sowas hier verbaut, das ist ja ganz klar. Aber wir haben hier auch eine Traktionskontrolle, die zweistufig einstellbar ist. Und das gibt halt nochmal einen Sicherheitsplus, auch wenn ich dann mal etwas sportlicher unterwegs bin und irgendwie das Hinterrad anfängt zu rutschen, dann habe ich da noch einen elektronischen Helfer, der mich rettet. Und ich sag's ganz ehrlich, mit so einem Motorrad fährt man vielleicht dann doch auch mal bei kälteren Temperaturen, wie jetzt wir gerade bei 7 Grad unterwegs sind. Und dann finde ich es keine schlechte Sache, sondern wirklich eine sehr gute Sache, dass hier eine Traktionskontrolle verbaut ist, die mich im schlimmsten Fall vor etwas Bösem rettet. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die vielleicht nicht ganz so gut gelöst ist, ist die Gasannahme. Denn ich finde, für dieses doch Einsteigermotorrad ist das eine sehr, sehr direkte Gasannahme. Gerade so Lastwechselreaktionen am Gas, die haben schon einen recht starken Einfluss aufs ganze Motorrad. Gerade wenn ich dann nicht ganz so schnell fahre, vielleicht bis 50, 60, 70 km/h und ich gehe vom Gas wieder drauf. Also ich habe schon eine sehr starke Lastwechselreaktion. Da gerade auch in etwas höheren Bereichen, und die Gasannahme ist wirklich sehr, sehr direkt. Also man macht schon immer so einen ganz, ganz leichten, so einen leichten Satz nach vorne, würde ich schon fast sagen. Ja, aber ich sag mal, daran gewöhnt man sich auch, und das ist auf jeden Fall verschmerzbar. So, also gerade wenn ich jetzt hier so in so einer dritter Gang, relativ enge Kurve, sage ich mal, 50 km/h, ja, bremse ich rein, ja, ist ein bisschen kühler, ich fahre ein bisschen langsamer und gehe hier ans Gas, und dann, ich weiß nicht, ob man, wie gut natürlich man das im Video sieht, aber das Motorrad macht schon einen kleinen Satz. Es ist schon dann eben, ja, man merkt schon die sehr direkte Gasannahme. Aber gut, wie gesagt, daran gewöhnt man sich. Der Rest vom Motor, muss ich echt sagen, für dieses Motorrad perfekt konzipiert oder perfekt dimensioniert. Also das passt mir sehr, sehr gut. Ja, Thema Getriebe, um das geschwind auch abzuarbeiten, ist ganz ehrlich Kawasaki typisch einfach genial. Also die Kawasaki-Getriebe gerade in den letzten Jahren funktionieren immer, immer besser, immer präziser. Das ist wirklich, das lässt sich ganz, ganz sauber schalten. Wir haben hier leider keinen Quickshifter oder Blipper oder dergleichen verbaut. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in dieser Kategorie Motorrad im Einsteigerbereich. Oder, ja, es ist doch eben Einsteiger-Tourer. Und da ist das auch ohne wirklich in Ordnung. Gerade auch, weil ich nicht so oft schalten muss, weil auch jetzt gerade im niedrigen Drehzahlbereich die Maschine ja noch etwas Kraft hat. Das heißt, ich muss nicht unbedingt immer die Gänge so oft wechseln, sondern kann wirklich auch in einem Gang über eine längere Zeit bleiben. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum nächsten Thema. Jetzt gerade, wo wir hier diese schönen Kurven fahren, nämlich zum Thema Fahrwerk. Wie fährt sich denn diverse 650 eigentlich? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist und bleibt natürlich eine Tourer. Aber eine Tourer, mit der ich wirklich sportlich und spaßig unterwegs sein kann. Also das muss ich echt sagen. Hier rausgefeuert. Zack. Ja, und die liegt schon echt ganz gut auf der Straße. Wir haben ja auch vorne eine 41 mm Upside-Down-Gabel. Die ist sogar in der Federvorspannung und der Zugstufe einstellbar. Und ja, hinten ein klassisches Federbein, das so ein bisschen seitlich auch ganz schick angebracht ist, dass sich nur in der Federvorspannung einstellen lässt.
Aber dieses Fahrwerk funktioniert echt ganz gut und was natürlich Tourer-typisch ist, wir haben hier einen recht hohen Schwerpunkt. Das heißt, das Motorrad kippt ab einer gewissen Schräglage fast von allein in die Kurven und lässt sich hier wirklich sehr, sehr einfach durchmanövrieren. Also auch für wieder ungeübte Fahrer super, super einfach zu handeln. Und liegt wirklich auch dabei satt auf der Straße. Also ich habe jetzt hier kein Aufschaukelgefühl oder so, trotz natürlich, dass das Fahrwerk eher komfortabel ausgerichtet ist, logischerweise. Ich will hiermit nicht auf die Rennstrecke gehen, sondern eine lange Strecke absolvieren. Und da brauche ich kein mega straffes Fahrwerk, sondern Komfort will ich in erster Linie haben. Und das habe ich hier wirklich. Also das fährt sich sehr, sehr angenehm. Jetzt gerade waren auch ein paar Bodenwellen, vielleicht hat man es gesehen in der Kamera. Das schluckt das Fahrwerk echt sehr gut weg. Gerade eben, man muss immer auch diese Preiskategorie im Hinterkopf haben. Ja, es gibt natürlich andere Tourer, die kosten dann aber wirklich über das Doppelte oder vielleicht sogar das Dreifache der 8.595 Euro der Verse 650, die das nicht viel besser machen. Na, deshalb muss ich wirklich sagen, da bin ich echt sogar überrascht, wie entspannt ich hier fahren kann. Wir haben hier sogar noch rechts Schnee am Straßenrand, aber ja, mit der Versys kann ich hier wirklich sehr viel Spaß haben und durch diese Kurven hier ein bisschen durchjagen bei 6 Grad. Was die Quirligkeit von dem Motorrad natürlich auch ein bisschen ausmacht, ist, dass wir hier einen 160er Hinterradreifen haben. Das heißt, keinen mega breiten Reifen am Hinterrad. Und das unterstützt gerade so dieses Wendige und dieses schnelle Einlenken vom Motorrad, was mit einem 180er Rad oder mit einem 180er Reifen nicht ganz so einfach möglich wäre. So, nachdem wir über das Fahrwerk jetzt ein bisschen gequatscht haben, kommen wir zum anderen wichtigen Teil und das ist natürlich die Bremsanlage. Wir haben vorne eine Doppelscheibenbremsanlage mit einem Doppelkolben-Schwimmsattel und einer klassischen axialen Bremspumpe. Das Ganze ist Standardware in diesem Bereich. Die Z650 hat genau die gleiche Bremsanlage, die Z650 RS auch, die Ninja 650 auch. Und das funktioniert einfach gut. Also das ist so eine Bremsanlage, die wird natürlich auch keine Rekorde gewinnen und keine Performance für die Rennstrecke bieten, aber die funktioniert gut und gerade hier auf so einer Tourensportler will ich ja ein sanftes Ansprechverhalten, gut dosierbares Ansprechverhalten der Bremsanlage haben und nicht die absolute Bissigkeit. Und ich muss sagen, das ist wirklich gut, die lässt sich super dosieren und wenn man ein bisschen Handkraft aufwendet, dann verzögert die auch wirklich ordentlich. Also wir können hier auch mal gerne auf diesem kurzen geraden Stück hier vorne in die Bremse reinlangen. Hinter uns ist keiner, gucken wir doch mal und ja, funktioniert wirklich gut. Verzögert ordentlich. Ich muss sagen, das ABS greift merklich ein und ist dabei vielleicht auch nicht so ganz sauber, nicht so ganz fein. Ich habe so ein bisschen an ältere Motorräder gerade irgendwie muss ich drüber nachdenken. Also so ein bisschen stärker merkt man das ABS doch, dass das eben dann mit eingreift und man merkt wirklich die ABS-Eingriffe auch im Bremshebel relativ stark. Wirkt so ein bisschen rudimentär, aber funktioniert gut, die Verzögerung ist wirklich passabel. Am Hinterrad haben wir eine 250er Bremsscheibe mit einem Einkolbenbremssattel und auch die bietet gerade für Stadt und alles, was dann langsamer ist, gute Performance, lässt sich gut dosieren, muss ich wirklich sagen. Also gerade das, wenn man jetzt mal im urbanen, im Stadtbereich unterwegs ist, ja, werde ich ja doch am meisten mit der Hinterradbremse arbeiten. Und die funktioniert gut, lässt sich sehr gut dosieren. Und ich muss aber auch sagen, auch da greift das ABS für mein Gefühl fast ein bisschen zu früh ein. Also da manchmal, wenn ich hinten bremse und nur schon so ein Tick fester bremse, dann greift das schon ordentlich ein, wo ich mir so ein bisschen mehr vielleicht Entspanntheit wünschen würde. Aber natürlich ist das hier auch alles auf Komfort ausgelegt und jetzt nicht eben auf die Sportlichkeit. Und von der Seite her, von dem Thema Sicherheit her, sind wir hier natürlich damit dann besser aufgestellt. Lieber etwas zu früh regeln, als etwas zu spät. Mensch, der Wind ist heute wirklich heftig. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Das ist natürlich wirklich heute ein Thema für sich. Aber ihr seht, sogar bei 6 Grad schmeiße ich mich aufs Motorrad, um für euch hier einen schönen Test zu drehen. Ja, und wenn das nichts wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, wenn sich das nicht lohnt.
Jetzt habe ich euch auf Instagram auch noch gefragt, was wollt ihr denn wissen zu Verse 650? Und da kamen zwei Sachen, die ich jetzt einmal noch beantworten möchte. Das eine ist natürlich die heiß begehrte Frage, wie viel Dezibel sind denn im Fahrzeugschein eingetragen? Und das sind bei der Verse 650 90. Das heißt, Touren nach Österreich, in die Tiroler Alpen sind überhaupt kein Problem mit dem Bike. Und die zweite Frage war, wie ist das denn von der Leistung der 67 PS, wenn man hier zu zweit drauf ist? Und ich muss sagen, also sicherlich hat der Motor jetzt keine riesigen Kraftreserven, aber da das Drehmoment wirklich im unteren mittleren Drehzahlbereich früh anliegt und mit 61 Newtonmetern auch in Ordnung ist, denke ich, dass man auch zu zweit hier wirklich gut drauf fahren kann, dann auch ein bisschen zügiger fahren kann. Ja, und dadurch, dass der Motor auch unten raus schön Kraft hat, kann man auch wirklich in hohen Gängen fahren, auch zu zweit mit etwas mehr Gewicht, vielleicht beladenen Koffern, macht das Ganze oder sollte das Ganze hier eine gute Form machen. Also gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Wobei ich bin natürlich auch leicht, ja, ich habe nicht viel Gewicht. Aber ich bin mir sicher, das steckt die Verse 650 wunderbar weg. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu meinem letzten Punkt vor meinem kleinen Fazit. Und das ist das Thema Emotionen und Vertrauen. Und eine Sache, die mir bei der Verse sehr, sehr gut gefällt, das ist das Ansauggeräusch hier vorne aus der Airbox. Das ist auch bei der Z650 schon wirklich genial. Und macht hier auch echt was herklanglich. Also auch wenn aus dem Auspuff selber, aus diesem Underbody, jetzt nicht so viel rauskommt. Aber dieser Airbox-Klang, der gibt mir wirklich schon ein sportliches Gefühl. Das weckt schon Emotionen. Klar, der Motor ist jetzt von seiner Laufkultur nicht der emotionalste. Aber wenn man den Gang mal ausdreht, da kommt dann oben raus schon nochmal auch eine Schippe, die er dann draufsetzt. Und also das macht schon Spaß, das weckt schon Emotionen her. Aber natürlich ist das jetzt nicht zu vergleichen mit einer riesen, V4 Tourer, die man von einem italienischen Hersteller zum Beispiel kennt, ja, der dann natürlich was ganz anderes an emotionaler Aufladung sozusagen mit sich hat oder Konsorten. Aber wie gesagt, für den Bereich, wo dieses Motorrad eben da ist, für den Einsteigerbereich ist das wirklich genial, wirklich klasse. Und ich muss auch sagen, Thema Fahrgefühl, Sicherheit, wie fühle ich mich hier drauf? Ich fühle mich echt wohl, also ich fahre jetzt 2 Stunden schon mit dem Haufen hier durch die Gegend und ich muss sagen, ich fühle mich mittlerweile richtig, richtig wohl. Ich könnte hier echt jetzt eine lange Tour absolvieren und ich glaube, das ist auch so das, was im Fazit oder was mein Fazit zu diesem Motorrad ist, das ist einfach wirklich einfach zu fahren, perfekt gemacht für Fahranfänger, für Einsteiger, für alle, die starten wollen mit einem Tourenmotorrad, noch nicht entweder nicht so viel Geld auf den Tisch legen wollen, wie viele große Tourenmotorräder kosten oder eben, ja wie gesagt, einfach nicht so ganz so viel Leistung möchten. Für die ist die Verse 650 wirklich das ideale Motorrad und jetzt gerade auch mit dem Modelljahr 22, dadurch, dass die Front nochmal schärfer geworden ist, jetzt auch mit dem LED-Licht und so Geschichten. Ja, ich kann mittlerweile hier dann auch mein Handy koppeln mit dem ganzen Motorrad und kann mir so ein paar Sachen aufzeichnen lassen. Also da muss man sagen, da fehlt es hier echt nicht an nichts mehr. Ja, auch mit Thema Traktionskontrolle und so wurde hier wirklich an alles gedacht. Was ich mir für die Zukunft wünschen würde, wäre vielleicht noch ein Quickshifter. Wobei das in dieser Fahrzeugklasse, wie gesagt, jetzt nicht zwingend notwendig ist. Schön wäre es trotzdem. Und wenn das ABS noch ein bisschen feiner regelt, dann bin ich auch happy. Aber abgesehen davon muss ich sagen, waren das sehr schöne 2 Stunden. Ich tingle jetzt hier noch ein bisschen mit rum. Und ja, sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder, wenn ich es wieder heißt, ich fahre ein Motorradprobe. Und checkt natürlich auch gerne meinen Instagram-Account ab. Dann könnt ihr mir das nächste Mal auch Fragen stellen zur nächsten Maschine. So. Ich genieße jetzt die Kurven noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.